Lucky. Moin Leute, was geht ab und willkommen, wie versprochen, zum einem weiteren Teil oder vielmehr zum ersten richtigen Teil von unserer Serie Simon erklärt euch Redstone oder Tutorials hier auf meinem Kanal. Und ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen zu einem TNT-Duper, der mit Slime-Blöcken funktioniert, und heute machen wir das Ganze relativ ähnlich, aber mit Honey-Blöcken, weil Honey-Blöcke erfüllen eigentlich genau den gleichen Zweck, sind aber je nachdem, in was für einem Umfeld man sich halt befindet, in Minecraft halt einfacher zu bekommen. Und deshalb zeige ich euch diese Alternative noch, falls ihr das Video zum TNT-Tuber noch nicht gesehen habt. Das findet ihr hier oben jetzt in der Infobox. Wir fangen dann auch direkt an. Ich zeige euch erstmal, wie das Ganze dann am Schluss funktionieren sollte. Wir haben hier auch noch eine Redstone-Clock dran gebaut, damit es das TNT natürlich automatisch tut. Wenn ihr es manuell betätigen wollt, dann drückt ihr einfach auf diesen Hebel, der hier an der Seite angebracht ist, und schon fängt er an, das TNT zu dupen. Und wenn ihr das Ganze dann wiederholt, resettet ihr ihn mit einem Klick, und mit einem zweiten dupt ihr natürlich dann nochmal ein TNT. Wenn ihr die Clock hier betätigt, dann sollte es jetzt eigentlich funktionieren. Tut es aber nicht. Doch, jetzt tut es. Perfekt. Da hat es nur ein bisschen geleckt. Genau, und so dupt es dann halt einfach immer das TNT. Wenn ihr noch eine größere Verzögerung wollt, könnt ihr das hier natürlich auch bei den beiden hier einstellen, und dann dupt es dementsprechend langsamer. Wir können es noch ein bisschen langsamer machen und noch ein bisschen langsamer, und am Schluss könnt ihr es halt genau so einstellen, wie ihr es dann haben möchtet. So, und jetzt geht es dann auch schon direkt ans Bauen, aber zuerst zeige ich euch mal, was für Materialien ihr alle braucht. Die haben wir hier in dieser Kiste, und zwar brauchen wir 8 Honey Blocks. 4 Smooth Quartz Block haben wir hier verwendet. Aber das sind in unserem Fall nur die Baublöcke. Ihr könnt da eigentlich jeden beliebigen Block nehmen, solange er fest ist. Ein Dead Fire Coral Fan brauchen wir noch. Ein Piston, der das Ganze eigentlich wie antreibt oder beziehungsweise hin und her bewegt. Unser Minecart zum Dupen. Die Detector Rail, auf die das Minecart draufgesetzt wird. Ein TNT und ein Hebel. Oder Leather in diesem Fall. Die Clock, die wir da noch anschließend daran bauen möchten, dass es von automatisch duped, haben wir wieder 7 Baublöcke. 2 Redstone Repeater, einen Redstone Comparator und 3 Redstone. So, und jetzt geht es dann auch schon ans vollständige Bauen des ganzen Dupers. Wir fangen an ganz einfach mit einem Sticky Piston, den wir hier an einen Block setzen, der halt in der Luft schwebt. Ihr müsst natürlich nach oben bauen, dass der Duper euer TNT nicht direkt in sich selber reindupt und sich damit dann zerstören würde. Von diesem Kolben geht ihr dann 2 nach unten und baut einen Baublock nach vorne, damit ihr auf diesen dann eure Rail platzieren könnt. Wenn ihr dann fertig seid mit dem, baut ihr hier nebendran noch 2 Honigblöcke hin. Und jetzt setzt ihr hier einen Block ein, den ihr gleich wieder abbauen werdet, nur damit ihr hier noch einen Honigblock platzieren könnt. Wenn ihr soweit seid, ist es schon relativ gut, denn dann müssen wir nur noch eine Art L hier nochmal dran bauen an diesen freischwebenden Honigblock. Und jetzt haben wir eigentlich schon das grobe Grundgerüst unseres ganzen Dupers. Jetzt fehlt natürlich noch das Allerwichtigste an einem TNT-Duper, das TNT. Das kommt hier unten ran. Und zwar müsst ihr schauen, dass es halt hier genau in der Mitte sitzt zwischen diesen beiden Blöcken. Aber eins weiter versetzt. Und der Pyrocore-Fan, an dem es dann auch wirklich geduped wird, kommt hier auf die linke Seite. Wenn es so bei euch aussieht, ist es sehr, sehr gut eigentlich schon. Denn jetzt fehlt nur noch unser Minecart hier und unser Lever hier. Jetzt könnt ihr diesen Hebel einmal betätigen, und jetzt passiert eine ganz wichtige Sache noch. Ihr müsst diesen Block hier unten abbauen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst funktioniert der ganze Duper nicht. Ich weiß nicht genau, warum es so ist, aber ich weiß, dass es so ist. Und jetzt können wir unseren Duper nutzen. Und ihr dupt, wie wir wollen, unser TNT. Und das sprengt hier unten natürlich auch schon unsere vorgekennzeichnete Fläche etwas aus. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt auch noch, wie ihr eine kleine Clock direkt an diesen Duper anbauen könnt, damit ihr das TNT natürlich nicht manuell, sondern einfach automatisch gedupt wird. Und zwar baut ihr noch 3 Blöcke hier von diesem Block, den ihr eh schon am Anfang hattet, in diese Richtung. Und
drei Blöcke da neben dran, dass ihr am Schluss so eine 4er-Reihe und eine 3er-Reihe habt. Diesen Hebel könnt ihr dann natürlich entfernen, den brauchen wir dann nicht mehr. Denn ein neuer Hebel wird einfach hier platziert. Dann kommt an diesen Hebel kommt einfach nur ein Comparator und diesen Comparator müsst ihr ganz wichtig einmal rechts klicken. An diesen Comparator kommt dann ein Repeater in diese Richtung und nebendran ein Repeater in die andere Richtung und ja, jetzt müsst ihr einfach nur noch mit dem Redstone alles verbinden und ja, schon seid ihr fertig. Und jetzt, wenn wir diesen Schalter umlegen, sollte der TNT-Duper automatisch immer das TNT dupen. Und ja, das macht er auch perfekt. Und jetzt können wir auch noch ein bisschen die Verzögerung verstellen, wenn wir wollen, dass es etwas langsamer dupt. Und schon ist er auch nur noch halb so schnell. Und jetzt können wir noch ein bisschen mehr Verstärkung reinmachen. Und ja, jetzt dupt er ganz langsam das TNT bis ganz unten zum Bedrock. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Jetzt können wir die Glocke wieder ausmachen. Und ja, so sieht der fertige Duper aus. Und ich hoffe, ihr konntet das gebrauchen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet ein bisschen was lernen und ich war nicht allzu lost. Eine Serie von Outtakes aus den ganzen Tutorials werden dann auch noch auf jeden Fall hochgeladen werden und ihr könnt euch sehr darauf freuen. Das war, ach du Scheiße, war das lost, was ich heute schon wieder geschafft habe, allein bei diesem Tutorial. Gut, dann würde ich sagen, war sehr, sehr geil und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao! Day in, day out, it's the same road we're walking down, same job, same town, 'cause we've been told the story.